Hallo, herzlich willkommen zu einem weiteren Teil von Let's Play Dead Space 1. Letztes Mal habe ich hier gespeichert, weil ich wahrscheinlich mit den Nerven am Ende war. Jetzt bin ich ausgeschlafen und natürlich bereit, weiter zu kämpfen. Ich bin gut gelaunt, wenn auch nicht schon überheblich, aber das macht ja nichts. Das macht es nur viel schöner. Logbuch der Kommunikationszentrale, First Comms Operator Bailey. Dieses Schiff wird angegriffen. Dennoch wurden unsere Bitten, einen Notruf absetzen zu dürfen, wiederholt von Captain Matthias abgelehnt. Er würde es nicht zugeben, aber alle auf der Brücke wissen warum. Das hier ist eine illegale Operation in einem verbotenen System. Wir haben es alle seit Monaten für uns und die Klappe gehalten, aber das ist jetzt vorbei. Mayday, so. Mayday, Mayday, hier ist die USG Ishimura, hier ist... Verfluchte Scheiße! Das ist ja nicht zu glauben. Das komplette Kommunikationssystem ist offline. Jetzt ist es ja zu weit gegangen. Bailey out. Alles klar, was auch immer das zu bedeuten hat. Ich glaube, wir haben ein bisschen wenig Munition. Und wir fahren. Wohin weiß ich jetzt selber nicht so genau. Boah, fuck. Wir sind im 8. Kapitel. Falls irgendjemand das nicht gemerkt hat. Ja, und das wird irgendwie immer härter und aber es gefällt mir irgendwie, also. Oh mein Gott, wir sind da. Ja. Gut konstruiert, dieses Schiff. Kompliment. Kommunikationsarray offline. Oh mein Gott. Ein Servicetechniker wurde informiert. Echt. Das Array der Kommandolage ist in keinem guten Zustand. Speichern, bevor wir verrecken. Für ein starkes Signal. Sie müssen symmetrisch ausgerichtet sein, damit es keine Energie. Ach, Standby, solange gelabert, stimmt ja. So, jetzt werden wir erstmal Stase aufladen. Weil das uns nichts kostet. Warte mal. Sammeln wir erstmal hier alles, was wir sammeln können. Irgendwie habe ich Angst, dass was kommt. Oder dass jemand kommt. So, was ist hier drin? Ich hoffe, keine böse Überraschung. Geld. Geld ist nie eine böse Überraschung. Oh, meine Lippen tun irgendwie weh. Sind voll trocken, Mann. Eklig, ich weiß. So. Überschreiben wir mal das kurz. Ich habe die Grafikeinstellungen geändert. Ich hoffe, man sieht's. Ich sehe es im Spiel. Ich fühle mich jetzt, als wäre ich wirklich dabei. Also, vorher war es irgendwie schwer vorstellbar, aber ja, ich finde es irgendwie geiler. Also, ich hoffe, es sieht man nach einem Video. Seit neuestem habe ich total Probleme zu rendern. Und wenn ich rendere, dann hat das so einen komischen schwarzen Rand. Also das Video ist viel kleiner, als es sein sollte. Ich weiß es nicht, woran es liegt. Ich rendere so wie immer eigentlich. Also ich hoffe mal, dass es, dass man es ignorieren kann oder dass es jetzt halt besser ist. So, was haben wir denn da noch? Plasma Energy. Mal schauen, haben wir eigentlich genug Munition? Nein, haben wir nicht. Also wir könnten jederzeit verrecken, aber das ist eigentlich egal. Vielleicht kommt da irgendwo ein Shop. The fuck? Das macht mir Angst. Kommen wir jetzt in Eintritt Schwerelosigkeit? Hoffentlich. Oh mein Gott, es sieht scheiße aus. Es sieht scheiße. Eintritt Schwerelosigkeit. Okay, ich wusste es mit Schwerelosigkeit. Ja, da werden sicher viele Monster rumfliegen. Ich würde. Nein, Digga, Digga! Nicht jetzt, Mann. Ich wollte gerade die Waffe wechseln. Weil mit der kann man nicht so gut. Oh, lass mich halt wechseln. Ja, komm du auch, ey. Seid alle eingeladen. Oh mein Gott! Ich werde sterben. Nein, werde ich nicht. Lol, der war gerade geil. Nachladen, du Arsch. Okay, okay, Waffe wechseln, Waffe wechseln. Isaac. Hast du schon mal was von Überlebensinstinkt gehört? Oh
So, das war jetzt total... Ich war total unvorbereitet. Toll. Keine Medikits mehr. Was soll die Scheiße? So. Scheiß Ausländer immer. Nein, Spaß. Nee, keine Ahnung, was die jetzt von mir wollten, wirklich. Oh mein... Ja, meine Zweifel werden wahr. So viel Munition haben wir jetzt auch nicht mehr. Aber wir sind in der Schwerelosigkeit, was Gutes bedeutet. Und ich kriege eine SMS. So, wohin müssen wir denn und was müssen wir machen? Wir müssen erstmal runter. Okay, geht klar. Solange nicht noch mehr Monster kommen, die uns die Hucke vollhauen wollen. Warte, ich hole erstmal etwas her, was mir gut helfen könnte. So, wir wollen ja keine Munition verschwenden. Deswegen habe ich es jetzt einfach aufgeschlagen. Ich höre Monster. Naja. Billiges Ablenkungsmanöver. Naja, macht ja nichts. Was ist das? Flammenwerfer. Ach ja, stimmt. Den habe ich ja gekauft und dann habe ich nicht gespeichert und dann hatte ich den auf einmal nicht mehr. Voll die Kacke. So unfair kann es laufen, Leute. So, was muss ich hier eigentlich machen? Aha. Ah ja, ich bin da, wo ich sein sollte und... Kommunikationssteuerung. Aha, ich muss hier irgendwas aktivieren, aber ich bin irgendwie zu blöd dafür. Aber da Isaac ein Ingenieur ist oder sowas in der Art, wird er schon wissen. Ich befürchte, hier muss man Intelligenz aufweisen können, um das zu lösen. Kein Plan. Ah. Oder? Oder? Also ich weiß jetzt irgendwie nicht, ob das richtig war. Können wir es wieder reintun, so wie es vorher war? Ja. Ach, jetzt verstehe ich das. So, Moment. Kann man das auch rausholen? Ja, kann man. Okay. Ist nur eine Vermutung, was ich hier gerade mache. Also es muss jetzt nicht heißen, dass es stimmt. Ich versuche jetzt einfach mal alle roten wegzumachen und durch blaue zu ersetzen in der Mitte. Ich weiß, es ist nicht sehr... Klingt nicht irgendwie nach... Ich habe Ahnung, aber habe ich auch nicht. Von daher versuche ich was. Kann man hier nicht springen, nö. Das ist auch immer so eine interessante Sache gewesen. Gibt es bei Dead Space eine Sprungtaste, wo man springen kann? Falls es jemand wissen sollte, er kann sich gern melden. Also ich wüsste nicht, dass man hier springen kann. So. Da ist eins, da ist eins. Es fehlen noch zwei. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich was total Dummes gemacht habe. Und ich werde dieses Gefühl nicht los. The fuck?
Blau, blau, rot. Blau. Hier fehlt noch ein... Was ist das? Es blinkt so komisch. Okay, das war natürlich sehr unklug. Nee, wirklich. I have no idea. Ich soll das aktivieren. Okay, ja, das ist mir bewusst, aber... Warte, hier ist eins, hier ist eins, hier ist... vielleicht waren die irgendwie nur an falscher Stelle angebracht, also... Ich weiß ja nicht. Die sind irgendwie rot. Frag mich nicht, warum die rot sind und die einen blau. Ah, es könnte ja was damit zu tun haben. Oh mein Gott, ich werde jetzt hier so Scheiße bauen. Also ich habe keinen Let's Play dazu angeschaut. Ich weiß jetzt wirklich nicht, was ich tue, aber... Versuchen wir es einfach mal. Das zu tun, was ich denke, was jetzt in Anführungsstrichen richtig wäre. Das muss da bleiben, oder? Das geht dann... Doch, das geht da weg. Gut. Weil, ja. So, da unser Chinese-Modul voll gepimpt ist und wir auch aus unmöglichen Entfernungen alles raushauen können. Seht ihr, was ich meine? So, man braucht nur ein bisschen Fingerspitzengefühl. So. Nein, hau uns nicht weg. Okay, jetzt das da noch. Das da. Also ich habe wirklich nur ein gutes Gefühl dabei. Egal, notfalls schaue ich mir wirklich ein Let's Play an, wie irgendjemand das gelöst hat. Auf schlaue Weise bleibt da. Also, das... Ups, nicht kaputt machen. Ja. Wie soll ich erklären, was ich vorhab? Das kann man gar nicht erklären, weil es so dämlich ist. Okay. Ich habe mir gedacht, die blauen Teile kommen in die Mitte. Oh mein Gott, ich blamiere mich hier gerade sowas von. Egal. Lacht mich ruhig aus. Ich habe es noch nie gemacht, zufällig. So. Das ist das eine. Dann kommt immer ein blaues in die Mitte. Wo ist denn hier die Mitte? So. Ja, toll. Was ist jetzt los? Scheiße. Hallo? Oh mein Gott, ich kann... Doch, ich kann weg. Dachte mir gerade, so, da ist ein rotes, da ist ein blaues, dann fehlt jetzt noch hier ein rotes. Mein Gott, ich verkack das gerade so. Komm schon. Okay. Also rot, blau, rot. Ich weiß echt nicht, was das werden soll. Also ob das was wird, was das werden soll schon, aber... So, dann brauche ich noch... Hier bitte ein blaues. Ah, das kommt mir so dämlich vor. Ist es wahrscheinlich auch. Komm. Komm. Ich will nicht. Ach doch. Ich will, dass sich ein Stromkreis bildet. Also von dem blauen und von dem blauen, da hat sich jetzt schon ein Stromkreis gebildet. Jetzt will ich hier noch... Also
Ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie was mit... Nein, bleib da. So. So. Mach mir keine Angst. So. Hier rüber. Da genau dasselbe. So, wenn das von der Entfernung aus... Nee, ist nicht möglich. Egal, dann hole ich mir eben von hier eins, was sehr praktisch ist. Warte, jetzt bist du schon zu weit. Genau, geh da hin. Naja, er kann es nicht alleine. Nein, Digga. Oha, Ballerina, bleib da, bleib da. Schön zurückkommen. Oh mein Gott, beruhig dich. So. Mir wird das langsam langweilig, aber wir versuchen es weiter. Jetzt brauche ich noch hier hinten rotes. Nein, 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 nein. Stay here by me. So. Mama bringt dich jetzt auf deine Insel. Genau. Es wäre gut, wenn ich noch ein blaues finden würde. Da hängt das so lose in der Luft rum. Also ich weiß jetzt echt nicht, ob diese Logik in Anführungsstrichen mir helfen kann. Aber es sieht aus, als könnte es funktionieren. Also vielleicht liege ich gar nicht so falsch. Mit meiner Theorie hier. So, das reißen wir aus und ab in die Mitte. Damit. Steckt fest. So, genau. Seht ihr, da kommt schon wieder so ein angeblicher Stromkreis, nennen wir es mal jetzt. Wie gesagt, ich weiß nicht, was auf mich zukommt. Zukunft. Genau. Ich weiß nicht, was in der Zukunft auf mich zukommt in diesem Spiel. Aber ich wüsste eigentlich gerade gar nicht, wie ich das sonst anders lösen könnte. So, jetzt brauche ich noch so einen roten. Ich hoffe, ich hab genug. Oder ich brauche gar nicht so viel. Wüsste ich jetzt auch gerne. So, Digga. Warte, ist es jetzt ein blaues? Nein, das ist ein rotes. Okay. Ist es jetzt drin? Ja. So, nicht, dass ich mich hier verirre. Hier ist... Ja, hier ist es richtig. So, da muss ich hier hin. Zum nächsten. Ach du Scheiße. Genau, in der Mitte. Hier hört der Stromkreis einfach auf. 1, 2, 3, 4 Stück. Dann hole ich jetzt einfach mal dieses schicke Ding. Komm her. Wenn das mal würde. Ach nein, das steckt ja schon. Nein, das steckt im Falschen. Von daher gilt es nicht. Es muss nämlich hier hin. Kommst du? Rosalinde, ja. Da kommt schon auf mich zugerast. Komm. Kommt irgendwie sehr langsam heute. So. Okay. Das rote Teil von vorher. Ich glaube, ich habe irgendwie gar nicht genug. Egal, ich finde schon eine Lösung. Dafür. So. Gut, da oben fehlt jetzt noch ein rotes. Allgemein fehlt hier. Oh Gott sei Dank, da ist noch ein blaues. Da oben. Das hole ich mir jetzt erstmal. Komm her. Reicht nicht. Dann wird es eben ausreichend gemacht.
Wo bist du? Da. Okay, das brauche ich dann. Oh Gott, ich wollte nicht schießen. Aber dafür ist es wohl zu spät. Ich wollte wirklich nicht schießen. Hier fehlt's noch. Oh mein Gott, ich bin so intelligent. Es funktioniert. Geh jetzt zurück zur Kommunikationszentrale und sende unsere Koordinaten über das Bedienfeld zur Wähler. Oh mein Gott, ich bin intelligent. Nein, also mal im Ernst, irgendwie kein Plan. Ich habe gehofft, dass es so funktioniert. Nur gehofft, mehr nicht. So, wartet mal, ich muss. Sorry, ich muss nur. Meine Fresse eincremen. Weil es draußen wieder kälter wird. Und, weil es draußen wieder kälter wird und meine Fresse rissiger wird. Und das ist natürlich nicht so schön. Ende der Schwerelosigkeit. Echt, danke, das hätte ich nicht erwartet. So. Ich habe Angst, ich habe gar nicht so viel Muni, wie ich gern hätte. Ich hoffe, ich sterbe jetzt nicht unnötig. Hier können überall kleine Scheißer sein. Und da die Grafik so gut ist, dass es mir Angst macht. Also es macht mir jetzt wirklich Angst. Vorher, ja, jetzt sieht alles richtig realistisch. Also, ja, okay. Oh, Grafik ist immer verbesserungswürdig. Aber speichern, bevor wir verrecken. Klar, es geht immer noch besser und für meinen PC und für das Alter der Grafikkarte von mir ist es schon okay. Wenn man bedenkt, dass mein PC nicht mein Gehäuse hat und alles überlebt hat irgendwie, finde ich das schon okay. Komm, Array ausgerichtet. Bitte Konsole aktivieren. Kein Problem. Komm jetzt, Monster. Hier spricht die Usam Wähler. Aha. USG Ishimura, wir haben Ihren Notruf empfangen und senden jetzt auf allen Frequenzen. Wir haben Ihre Rettungskapsel 47 an Bord genommen und sind jetzt auf dem Weg zu Ihnen. Aha. Diese Nachricht wird bis zu Ihrer Antwort alle 30 Sekunden wiederholt. Lol. Was? Ist das nicht die Rettungskapsel, die Hammond abgefeuert hat? Eins dieser Viecher war an Bord. Nein. Nein, das darf nicht sein. USM Wähler. Wähler, kommen! Unser Signal ist nicht stark genug. Oh Gott. Ich werde jetzt die Drucktüren öffnen, um das Signal zu verstärken. Hier. Drucktüren sind blockiert. Bitte wenden Sie sich an einen Techniker. Scheiße. Apokalypse. Etwas Großes an der Hülle des Schiffes, direkt über dem Com-Array. Was Organisches. Keine Ahnung, was es ist. Und ich das natürlich beseitigen. Wir müssen irgendwie die Türen öffnen, um zur Wähler zu senden. Von der AAS-Kanone 48 solltest du ungehindert schießen können. Geh zu der Kanone und befördere das Ding ins All. Digga, ich hoffe, ich muss nichts machen, wozu ich Muni brauche. Wenn es so weitergeht, sterben wir. Gibt's hier irgendwo... Oh mein... Warte. Ich bin hier und wenn ich jetzt da lang gehe, dann wird es irgendwann Speicherorte geben, aber gar keinen Shop, kein gar nichts. Naja, am Ende werde ich da zurückgehen müssen. Och nö. Ich weiß jetzt, was hier schon kommt. Springen uns lauter Biester an. Ich wette mit euch. Und wenn sie es nicht tun, dann planen sie es. Die wollen doch nur den Arsch versohlt bekommen. Ich sag ja, die Grafik ist verbesserungsfähig, aber für mich hier jetzt live am PC ist es wirklich, wenn ich da jetzt nicht Isaacs Riesenkopf sehen würde. Ach, ich muss die gar nicht abknallen, die gehen zu schnell vorbei. Wenn ich jetzt nicht seinen Riesenschädel sehen würde, dann würde ich wirklich denken, dass ich in seiner Rolle stecke. Es wäre jetzt geil, wenn hier was angerannt kommt. Aber es wird wahrscheinlich noch schlimmer kommen. Solange ich... Alter, Digga, der kann Aufzug fahren! Digga! Zum Glück weiß ich immer, wann was kommt. Tschüss. Das war wirklich langweilig, weil ich schon gewusst habe.
Ach ja, mich kann man nicht verarschen. Nicht im Spiel und auch nicht so. Werkbank und speichern. Okay, das klingt gut. Okay, mach mal zuerst mal was in der Werkbank, dann speichern wir und... Ja, Moment mal kurz. SMS lesen und gleichzeitig was upgraden. Hey du Nudel, kann ich dich heute Abend anrufen? Nein, kannst du nicht. So, was machen wir denn jetzt besser? Ich glaube... Was kann man denn da besser machen? Ja. Ach, das Impulsgewehr ist sowieso unnötig. Und hier beim Plasma-Cutter Tempo. Oder schneller nachladen. Schaden ist komplett abgegradet. Hier kann man noch... Genau, das kann man noch machen. Ich glaube, sonst reicht das vielleicht die Kapazität, aber so viel... Wir haben gar keine Muni, Leute. Also ich, nicht ihr. Ihr schaut zu und... Ja. Was war das? Ach so, die Werkbank. Okay, wir speichern jetzt. Ich mache mir jetzt schon in die Hosen. So. Und wir sehen uns beim nächsten Part. Ja. Da kann man speichern, sehe ich gerade. Das ist schön. Ja, man speichern. So, und dieser Part ist zu Ende. Wir haben es überlebt. Wir sehen uns beim nächsten.